Hey Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute werde ich nämlich kochen. Ich habe von einer ganz lieben Freundin einen Gutschein bekommen, damit ich mir eine Mali Spoon Box holen kann. Ja, was in dieser Box so drinnen ist und wie das erste Gericht daraus schmecken wird, das zeige ich euch jetzt im folgenden Video. Ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Video findet, mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar unten in der Kommentarbox. Würde mich sehr freuen. Ich habe mich entschieden, als allererstes das Shawarma Hähnchenpfanne-Gericht zu kochen. Und das schaut schon ziemlich lecker aus. Ich habe hier erstmal schon die Kühlbox ausgepackt. Da sind natürlich alle kühlen Sachen drin von allen Produkten oder von allen drei Gerichten. Hier ist die Tüte mit dem Zeugs fürs Shawarma Hähnchenpfanne. Und ja, ich gucke jetzt gleich mal, was ich alles brauche. Und dann lege ich die Sachen, die ich nicht brauche, in den Kühlschrank. Oh, hallo Katze. Das ist echt Wolle. Voll geil. Also so richtig, ich dachte, das heißt Schafswolle, so, ja. Aber das schaut aus wie Wolle. Cool. Das Schöne bei Mali Spoon ist, es kommen für alle eure Gerichte, kommen solche Karten, wo hinten genau draufsteht, was ihr tun müsst, was ihr alles braucht. Und ich habe mir jetzt schon die Zutaten bereitgelegt, die wir gleich benötigen werden. Bei Mali Spoon kommen alle Gerichte perfekt portioniert zu euch nach Hause. Auf der Webseite könnt ihr wählen, ob ihr nur für ein bis zwei Personen kocht oder ob es doch drei bis vier sind. Das sind insgesamt sechs Schritte und das sollte hoffentlich zu schaffen sein. Und ich als Kochlaie sollte das hoffentlich hinkriegen. Ich habe mich also dran gemacht und das Pizzabrot gebacken. Ja, dafür habe ich den Pizzateig auf ein extra Backpapier gelegt. Ja, ich weiß jetzt auch, dass ich einfach das hätte nutzen können, auf dem die Pizza schon drauf lag. Naja, und dann habe ich es halt in vier gleich große Stücke geschnitten. Bepinselt habe ich es nicht mit Olivenöl, so wie das im Rezept drin stand, sondern mit Kokosöl. Das ist aber einfach nur eine persönliche Präferenz. Dann habe ich das Ganze in den Ofen geschoben. Und ja, das Tolle bei Mali Spoon ist auch, dass ihr individuell angeben könnt, was euch schmeckt oder nicht. So bekomme ich zum Beispiel keine Gerichte mit Schweinefleisch in meine Box. So, Step 1 wäre geschafft. Weiter geht's mit Step 2. Als nächstes musste ich das Hähnchenfleisch schneiden und würzen. Dafür habe ich aus dem mitgelieferten Gewürz und Olivenöl eine, naja, ich sag's mal Marinade gemacht und das Fleisch damit bestrichen. Das Fleisch ist fertig mariniert, jetzt wird Gemüse geschnitten. Schritt Nummer 3. Gemüse schneiden kann ich ja persönlich auf den Tod nicht ausstehen, leiden. Boah, ich mag's einfach nicht, weil ich's einfach nicht kann. Das ist... Wie schneidet man das? Wie geht das? Tutorials, wie man das schneidet, sind an mir total verschwendet. Trotzdem habe ich versucht, die Zucchini in schräge Scheiben zu schneiden, die Tomaten zu würfeln und die Zitrone zu vierteln. Naja, hat ja so halbwegs funktioniert. Die Zitrone habe ich vorher aber noch von ihrer Schale befreit und ja, diesen Abrieb brauchen wir nämlich etwas später noch. So, in der Zwischenzeit sind auch diese Dinger, die Pizzateige, schön knusprig geworden. Gucken wir gleich mal rein. Ja, lecker. Jetzt kommt der nächste Schritt. Schritt Nummer 4. Wir dürfen das Fleisch in die Pfanne schmeißen. Endlich kam alles in die Pfanne. Mein Magen hat zu diesem Zeitpunkt schon richtig hart geknurrt. Ich dachte mir so, wann ist es endlich fertig? Ich will es essen. Wobei das eh schon alles super schnell ging. Aber ihr wisst ja, wenn man filmt und sowas, dann dauert alles gleich dreimal länger. Und man sieht nur noch das Essen und riecht das Fleisch, wie es in der Pfanne duftet. Und angebraten wird. Genau, und das musste ich machen. Es erstmal 3 bis 4 Minuten drinnen lassen und anbraten. Und dann kamen die Zucchini dazu. Und das habe ich dann wieder ein bisschen 3, 4 Minuten drin gelassen und als es fertig war, habe ich es nur noch auf der Herdplatte warm gehalten und mich der Soße und der Salsa gewidmet. Das muss jetzt noch schnell anbraten. Wir gehen zu Schritt 5 über. Wir machen jetzt diese Joghurtsoße und Salsa. Naja, im Endeffekt habe ich die letzten Zutaten einfach miteinander vermischt. Für die Soße waren das Knoblauch, Joghurt und dieses Tahini. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil ich habe davor noch nie davon gehört. Aber ich glaube, es ist so eine Art wie Erdnusssoße in die Richtung oder so ein bisschen mehr mit Sesam und nussigem Geschmack. Und ja, und ein bisschen was von der Zitronenschale und dem Zitronensaft habe ich da noch reingemacht und dann war die Soße eigentlich auch schon fertig. Ja, und genauso wenig wie ich Gemüse schneiden kann, kann ich Kräuter fein hacken.
Aber ich habe es trotzdem versucht und es musste gemacht werden. Also habe ich die Kräuter fein gehackt, mit dem restlichen Joghurt vermischt. Das war dann so eine Joghurt-Kräutersoße. Und die restlichen Kräuter, die dann da noch übrig geblieben sind, habe ich dann zu den Tomaten dazu geworfen. Und dann hatte ich im Endeffekt 3 Toppings für mein Essen. Na gut, am Anrichten kann ich wohl vielleicht noch ein bisschen üben, aber ansonsten hat das Kochen mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr also nochmal Bock auf sowas hättet, dass ich vielleicht was koche oder mir vielleicht auch eine andere Kochbox anschaue oder sowas, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Gebt jetzt gerne einen Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann subscribe meinem Channel. Checkt auch auf jeden Fall meine anderen Social Media Kanäle aus. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao, ciao!